Ja, Messing ist sehr spezielles Material für mich. Sehr spannend, weil es sehr gut umformbar ist. Man kann sehr viel draus machen, extreme Schweifungen, Biegungen damit herstellen. Und am Ende kommt noch was Schönes dabei raus. Es wird glatt, es kann auch wieder glänzend werden, wenn man es poliert. Und ja, es wird was Lebendiges daraus. Dazu noch ist kalt verformbar, das macht es für mich einfacher. Dann muss man aber dann schon darauf achten, dass es, bevor es reißt, bevor es anfängt zu brechen oder zu reißen, dass man es wieder erhitzt, dass man es warm macht, um es weiter verarbeiten zu können. Jetzt, eure Hauptproduktion sind historische Instrumente und da setzt ihr unterschiedliche Messinge ein. Zum Beispiel Messing mit etwas Blei darin, was man früher hatte, heute nicht mehr. Oder Messing, sogenannt Goldmessing, mit mehr Kupfer und weniger Zinkanteil. Wie beeinflussen dich diese unterschiedlichen Materialien? Die beeinflussen sehr. Da man immer schauen muss, ist es noch genauso verformbar mit weniger oder mehr Kupfer. Beziehungsweise mehr Kupfer ist eigentlich weicher zu Beginn, aber wird schneller hart. Also muss ich darauf reagieren und kann die Arbeitsschritte vielleicht nicht so lang ziehen, sondern muss rechtzeitig stoppen, um Risse und dergleichen zu vermeiden. Dafür haben wir eben auch unterschiedliche Materialien im Angebot, unterschiedliche Legierungen, aber auch unterschiedliche Verarbeitungsmethoden, also bei den historischen Instrumenten eben eine historische Variante der Blechherstellung, sehr, sehr gehämmert, sehr viel gehämmert und was letztendlich dann doch einen erheblichen Einfluss auf den Klang hat. Und dem einen gefällt es, dem anderen nicht so sehr. Entscheidend ist eben auch noch, wie funktioniert das Instrument dadurch. Und das kann genauso wichtig sein für den einen oder anderen wie der Klang jetzt, weil er muss schließlich auch damit Musik machen können. Und das steht an erster Stelle, um seine eigenen Klangvorstellungen dann auch zu realisieren. Thank you.
Es ist der Messing. Schaut nur aus wie Gold. Ja. Wie würde Gold tönen oder Silber? Also pures Gold ist schwer zu sagen, weil es das meines Wissens nicht gibt als Blech oder als Instrument, Blechblasinstrument. Aber natürlich kennen wir vergolden, also galvanisiert vergolden. Und da hört man natürlich schon einen Unterschied zu versilbert. Ein bisschen einen wärmeren Klang als Silber. Silber könnte man jetzt oder kann man auch aus Material oder aus Silberblech Schallstücke herstellen, Rohre herstellen. Wie tönt das? Es kommt auch wieder da auf die Härte drauf an und auf die Wandstärke. Also ein Silbermaterial, Silberblech ist relativ, wird sehr schnell hart. Deshalb wird die Wandstärke grundsätzlich eher ein bisschen dicker sein, um überhaupt aus dem Blech ein Schallstück oder ein Rohr produzieren zu können. Wenn es relativ dick bleibt, ist eher dunkel, ein dunkler Klang, ein voller Klang und vielleicht ein bisschen massiv. Wenn es dünner wird oder wenn man es hinbekommt, es ein bisschen dünner zu gestalten, wird es sehr obertonreich und sehr, sehr hell, wird es auf jeden Fall heller. Am Schluss polierst du oder machst du auf Wunsch des Kunden verschiedene Finish? Genau. Das kommt darauf an, was es für ein Instrument ist. Wenn es ein historisches Instrument ist, wird dementsprechend historisch bearbeitet, die Oberflächenbearbeitung oder auch Veredelung. Bei modernen Instrumenten ist dem Kunde meistens wichtig, dass es gut aussieht. Das kann dann lackiert werden am Schluss nach dem Polieren oder auch galvanisiert, versilbert, vergoldet, je nachdem, was ihm gefällt.